Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Soma. Und... Och nö, wir sind ja hier. Ach, Mann. Ja, ich habe vergessen hier zu gucken, ob ich hier noch irgendwas machen muss oder ob das so geht. Ach, Mann. Okay, warte. Wir fuchsen uns da einfach nochmal komplett durch. So, wir brauchen Typ Soma. Hamba. Wald requested weg. Vegetations, das hier. Das hier brauchen wir, das hier brauchen wir. Wir brauchen Licht und Wasser. Dynamisches Licht braucht das. Fliesen brauchen wir. Das brauchen wir. Wasser. See. Oder Fluss. Boje und Rich. Oh, wir haben sogar noch was über. Da können wir noch eine Bank mit reinpacken. Einen Stuhl. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 92 Terabyte haben wir noch. Wir könnten... Nee, das kann man nicht. Das kann man in Hitze, könnte man mit reinpacken. Vegetation. Laub. Ein Stuhl, der Stuhl passt schon nicht mehr. Die Bank. Ne, Käse, wenn der Stuhl schon nicht mit reinpackt, dann machen wir das so. Laub. Kompilieren. I'm looking at dummy scan. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc. Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross section of the process. Okay, Dummy laden und dann Pause machen. Upload. Geladenes Modul, Szene, Wald, Weltzeit, Ressourcenzuteilung. Ah, während der Dummy, okay. So, wo steht denn hier Dummy? Ah, da steht dann Dummy, okay. So, Diagnoseprogramme ausführen. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Na und jetzt? Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Want to bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Ja, dich nehme ich mit. So, nun. Wir haben hier schön die Türen vernagelt. Schwenk, schwenk. Okay, ich schaue mich aber erstmal um. Gefällt die Musik schon wieder nicht. Oh! Zentrale? Starsky. Stresky. Das klingt nicht gut. Das geht schon mal nicht. Geht auch nicht. Ich brauche irgendwas Schweres. Ist auch nur Plaste. Lager. Die leben hier noch.
Da ist was Schweres. So, versuchen wir es mal so. Kommt er hier rein? Ich weiß es nicht. Wo versteckt man sich am besten hier? Hallo? Wow. Was ist das für ein Vieh? Da ist der Schatten noch. Geh weiter. Na komm, geh weiter. Nein, er dreht um. Nein, er bleibt stehen. Hat er Arme entwickelt? Ist das der Manigurkenmann? Brandon Warren. Shit, ich dachte, ich kann das mitnehmen. Der hat noch irgendwas in der Hand. Was ist das für ein Ding? Critical System Failure. Please reboot the workstation if the problem persists. Inform your administrator. Okay, wir müssen das System rebooten. Das wird aber schwer, wenn der Typ hier die ganze Zeit umherdackelt. Wenn er hier drüben ist, schauen wir, dass wir rauskommen. Kann man hier zwischenspeichern? Nee. Welches war die kaputte Scheibe? Ich glaube, die rechte. Mann, hau doch ab. Wir müssen hier raus. Die macht selber immer so einen Krach. Brandon hat sich die Kehle aufgeschnitten. Kann ich das Messer nicht nehmen? Typen hinwerfen. Schön sachlich langsam. Das ist schlecht. Stürmer. Got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pulled the connector chip from the lock. Why? That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Los, rein damit. Now what? I need to format the chip? Shit. Ich weiß nicht, ob der Kumpel jetzt hier reinkommt.
Okay, scheinbar sieht er uns hier hinten nicht. Oder doch? Nee. Gut. Was ist das hier? Überleben des stärksten, Survival of the fittest. Genau. So, solange der da außen rumkaspert, sitze ich natürlich mal wieder fest. Ach scheiße, ich müsste im Bereich bleiben. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Nur ein Mensch. So, muss ich hier irgendwas machen? Nee. Da ist zu. So. Hilfreich wäre es jetzt, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Was zum Geier ist das denn? Sieht er mich? Ich glaube ja. Boah. Lauf doch, lauf doch! Shit, das ist glaube ich eine Sackgasse, oder? Shit. Da komme ich doch. Boah. Shit. Shit. Was? Ich kann doch jetzt hier nicht rumformatieren wie ein großer. Ich hoffe, er sieht mich nicht. So, mach hinne. Welcher denn jetzt? System Schlosssperre aktiv. Scheiße, welche muss ich denn? Medizinisches Labor, Untersuchungsraum. Arztbüro, Sicherheit, Konferenzraum, Geschosshülse, Omega-Management. Verbleibende Ressource 0. Ah, jetzt habe ich den Raum verschlossen. Sehr gut. So, und jetzt? Panel-Chip-Anschluss, Sicherheitscode. Code abgelaufen, bitte aktualisieren. Chip einsatzbereit. Sicherheitsmeldung.
Alarm Maschinenhangar, 11. Januar 2104. Ein riesiges Strukturgel-Leck hat dazu geführt, dass die WOW die Kontrolle über das Dunbat übernommen hat. Er zwang eine Quarantäne zur Vermeidung einer Situationsverschlimmerung. Noch eine sprechende Maschine ist das Letzte, was wir brauchen. Er kann nicht rein. Checkliste. Arche-Projekt überleben, Personal am Selbstmord hindern, C und das Team losschicken, Personal beschützen, den Rest von Armageddon genießen. Eggers ist nicht alleine. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen. Touren überprüfen und versiegeln. Die Treppe runter, Shuttle nach Omnicron. Ja, das klingt nach meinem... nach meinem Plan. So, Main Lift, Security Checkpoint. Okay, wir müssen den Main Lift müssen wir aktivieren. Verbleibende Ressourcen 100%. Wenn wir das Vieh dazu bekommen, irgendwo reinzugehen. Verschlossen. Wir müssen unseren Raum müssen wir jetzt wieder frei machen. Eigentlich müssten wir alles freimachen, ne? Ansonsten, hier können wir rum. Hier können wir rum. Hier oben, hoffe ich mal, ist auch offen. Ist ein Fenster kaputt? Nee. Oh, warte, da gibt's noch ein... eine Datendings. Stromer, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll be back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. Tja, was aus ihm wurde, das wissen wir ja. So, wir machen es hier drin mal etwas dunkler. Die da oben kann ich aber nicht ausmachen. Komme ich mit diesem Chipsatz jetzt hier durch? Nee. Okay, wir sind jetzt im Omega-Management, glaube ich. Das Vieh sieht so hässlich aus. Und es wartet vor der Tür. Nein, das war nicht unseres. So. Es ist dunkel. Ich möchte dem Vieh jetzt nicht in die Arme laufen. Okay, vielleicht geht's da hinten weiter, wenn wir Glück haben. Weiter.
Ja. Oh, da gibt aber ganz schön Gas. Ich weiß, ihr seht wahrscheinlich jetzt relativ wenig. Wieso ist denn hier offen? Shit, ich müsste wissen, wo ich bin. So, aber solange der Typ da außen rumstampft, kann ich nicht viel machen. Okay, er geht weg. Da hinten gibt es noch Heilung. Der kommt. So, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Shit. Wo ist dieser Drecksaufzug? Dadurch, dass wir jetzt alles zugemacht haben, keine Chance. Shit, von da kommen wir. Da ist es. Nein! So. Labor, Wartung oder Transportstation? Wiedersehen, Manni-Gurkenmann. Boah. Knappes Ding. Wie tief geht denn das hier? Nein. Oh nein, 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 nein. Ich sollte mich beeilen. So, na zum Glück ist der Aufzug nicht runtergekommen. Aber wir brauchen unbedingt eine Heilung. Wie sieht das hier denn aus? Heilung? Warte, ich schaue mich erstmal da hinten um. Irgendwo muss es hier irgendwas zum Heilen geben. Dachte der Mann und erblickte nichts. Da ist noch zu. Na gut, dann gibt es für uns also nur einen Weg. Da schreiten wir diesen entlang. Bitte was? Jetzt stehe ich aber ein bisschen ratlos da. Ein einziger Weg und der Manni-Gurkenmann, der da im Wege steht. Was soll ich denn da bitte machen? Jetzt fange ich wahrscheinlich wieder am Aufzug an, oder?
Das ist ja zum Glück nicht allzu weit, was wir jetzt laufen müssen. Hallo? Werd mal wach. Don't move. It's okay. Was? What? It's over now. Relax. Ashley? What are you doing here? Hanging out, like couples do. We're not... You don't want me? Yes, of course. But what happened? We fell in love. Gott, was ist denn jetzt hier kaputt? Ach nö, ich bin da eingeschleimt oder was? Das ist es also, was die Wow macht? Sie gaukelt einem vor? Quasi das, was man sich wünscht oder sich erhofft? Dann ist es ja eigentlich, also vom Grundprinzip her, gar nicht so schlecht, ne? So. Was ist denn hier los? Da hängt doch eine Karte. Wer bist du denn? Okay, ich kann hier nichts machen. Im Gegenteil, ich habe irgendwelche Stimmen im Kopf. Da war was. Oh, da geht's nicht weiter. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Es ist arschdunkel und ich traue mich nicht, die Lampe anzumachen. Er haut wieder ab. Ich weiß eben nicht, ob der auf Licht... Er reagiert auf Licht. Also ist Licht eine scheiß Idee. Ganz ruhig, ganz ruhig. Genau, geh deiner Wege, ich geh meiner und alles ist cool. Ich würde dir am liebsten die Tür zumachen und den Typen zerquetschen. Aber ich glaube, da komme ich jetzt nicht hin. Jetzt steht er da mitten in der Tür. Ach ne, jetzt geht er. Ganz ruhig und leise. Dass die immer zu ahnen scheinen, wo ich denn gerade bin. Ist das Heilung? Nee. Ich meine, die Tore sind ja auch nicht gerade die leisesten. Durch? Ne. Okay, das ist einfach nur eine Sackgasse hier. Dann muss ich hier irgendwas machen? Ne. Na gut, Freunde, wie es denn hier weitergeht, das erfahren wir alles dann quasi nächste Woche. Ich sag vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis dann und
fröhliches Gruseln.